großmäuliger Büffelfisch. Nicht schlecht eigentlich, der Kleine. Gucken wir uns mal im Detail an. Ich habe hier gerade blind, was heißt blind, ohne vorher zu testen, reingeschmissen. Und da kommt auch schon der erste raus, ohne eine Futtermische. Und wir gucken mal, was hier geht. Naja, so blind war das Ganze nicht. Der Kondios, der schreibt mir hier gerade schon, Alden, guck mal hier, guck mal da. Der schickt ja mir sogar die komplette Futtermische, der Ehrenmann. Also, ich gucke mir das gleich mal eben an, was er denn hier geschickt hat. Ich habe gerade auch schon eine Futtermische hergestellt anhand der Komponenten, die wir hier dran haben. Weißt du was, ich schicke schon mal raus wieder. Und dann gucken wir uns mal eben an. Ich habe noch kein Futter drin. Hab hier nur eben ausgeworfen, ohne alles gerade, und der erste kleine Büffelfisch ist da. Gar nicht so schlecht, und das Schöne ist, wir sind hier im Nahkampf auf 8, 9 Meter. Also das geht hier ratzfatz im Idealfall. So, jetzt gucken wir mal eben kurz rein, was hat er denn hier geschickt? Da ist er. So, das war Büffelkrabbe. Extra Heilboot. Ah, jetzt hat er hier sogar die Pop-Ups gemahlen. Königskrabbe gemahlen und Krabbe. Okay, und Krabbe, Muschel in Kombination. Auch eine Idee. Weißt du was? Können wir natürlich auch verwenden, ne? Können wir natürlich auch so verwenden. Hier sind große Krabben-Pop-Up-Boilies mit drin. Wobei das Pop-Up ja nicht relevant ist. Soluble hätte nochmal eine größere Wirkung, die auflösenden. Aber nichtsdestotrotz ballern wir das mal rein. Büffel con Dios. Ich hoffe, das war so. So, und dann machen wir mit Z, da ist er. Jawohl. So, dann machen wir das mal da dran. Dran tüdeln und dann testen wir doch mal. Trophy hat er auch schon gefangen, hat er gerade gesagt. Lübt also hier an der Stelle. Ja, und Büffelfisch, ne, war ich schon lange nicht mehr. Und das wäre doch mal was. Das wäre doch mal was hier. Genau, ich habe gerade auf 9 Meter. Es ist ein bisschen tricky. Bisschen tricky hierher zu kommen. Man kann allerdings laufen. Wir sind an der Achtuba und man kann laufen. Und das macht den Spot dann doch schon wieder sympathisch. Weil das immer mit dem Boot fahren und so, finde ich persönlich immer gerade an der Achtuba sehr, sehr nervig. Man fährt wirklich lange, einen halben Tag bist du manchmal unterwegs mit dem Boot, bis du an dem Spot bist. Und dann lübt er da vielleicht noch nicht mal, ne? Katastrophe, ey. So. 1, 2, 3. Und weißt du was? Für den Spaß schmeiße ich den noch direkt zweimal hinterher. So. Dann haben wir jetzt auch hier ausreichend Futter drin. Zack, locker aus dem Handgelenk. Sudele. Also, ausreichend Futter am Platz. Der Spot sollte jetzt ordentlich angefüttert sein. Und ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich war hier schon mal vor einigen Monaten, exakt auch hier an der Stelle. Da gibt es auch schon ein altes Video zu. Genau. Da kann man dann sehen, wie lange das her ist. Und zwischendrin bin ich äußerst selten auf Büffelfisch, muss ich gestehen. Ich habe den halt schon abgeschlossen, den normalen, weißen, großen Büffelfisch. Der schwarze Büffelfisch, das wäre natürlich nochmal interessant. Das ist ja kohlemäßig auch ein ganz anderes Ding. Super selten. Das wäre schon der Oberhammer, wenn der irgendwann mal reingeht. Aber hier mit dem normalen weißen, ja, teste ich ab und zu mal. Aber ich muss sagen, so richtig hart triggert es mich halt, wie gesagt, nicht. Ist irgendwie ganz nice. Finde ich, sieht immer ganz ulkig aus. Mit seinem bisschen traurigen Gesicht. aber kann man machen. Büffelfisch. Ja, macht eigentlich immer auch wieder Bock, wenn das lübt. Dann kann das halt auch richtig gut abgehen. Ja, ob das jetzt hier lübt,
Müssen wir probieren. Müssen wir probieren. Wenn man in die Rekorde reinschaut, wöchentliche, gucken wir mal eben. Da ist er auch schon gewesen. Großmäuliger Büffelfisch. Da gehen schon einige Kandidaten rein, ne? Mit über 20 Kilo. Ist schon nicht so schlecht. Und dann hier Krabbe-Fischpellets, 18,20 sogar, die großen. Hier 18,14. Krabbe-Heilbutt. Das Ganze hier auch. 18,14. Hier wahrscheinlich andersrum, genau. 18 und 14, ja. Alles auf Krabbe und auf Heilbutt in Kombination. Gucken wir nochmal in die deutschen Rekorde. Da wird es aber wahrscheinlich nicht großartig anders sein. Der war, da ist er schon. Ja, da ist auch der Condios mit seinem 18 Kilo. Sehr schönes Ding. GZ Alden. Ja, schöner Brocken. Ja, aber so über 20 würde ich auch mitnehmen, ne? Würde ich auch mitnehmen. Also, gucken wir mal, was geht. Und ob da was geht. Und zu welchen Zeiten und so Sachen. Ich bin gespannt. Ich meine, jetzt haben wir gerade Mittagszeit. Ist auch ganz eigentlich ganz gut. Da kann die Futtermische sich erstmal so ein bisschen entfalten und so. Und dann kann er jetzt vielleicht so gleich in Richtung Abendstunden nochmal richtig reinrasseln. Warten wir es erstmal ein bisschen ab, würde ich sagen. Und es zubbelt wieder. Gerade war schon ein bisschen was Kleines dran. Und ja, sie können gerne größer werden. Also ohne Futtermische 4 Kilo, mit Futtermische 2 Kilo. Jetzt so langsam, ja, wir haben es kurz vor 18 Uhr. Kann es auch mal langsam losgehen hier. Zack, jawohl. Und da haben wir doch einen schon dran. Mit ein bisschen mehr Speck auf den Rippen. So mok wie dat. Das ist doch schon ganz schön hier. Jawohl. Na, da haben wir ihn. Schön ein bisschen ziehen lassen. Jawohl, nicht ganz so übertreiben. So, hat aber auch tatsächlich nicht wirklich eine Chance hier. Bisschen übertrieben vom Set. Ich habe gerade schon überlegt, könnte man kleiner reingehen? Ja, wahrscheinlich könnte man auch kleiner reingehen. Auf den Büffelfisch. 14 Kilo, schönes Dingen. Ich lasse noch ein bisschen Futtermische dran. Wir haben hier einiges auch an Strömung. Von daher lassen wir das erstmal hier noch auf entspannt. Nochmal ein bisschen nachzubbeln. So. 15 Kilo kann er auch gleich gerne haben, oder? Aber, ja, 14,7. So ist es nun mal. Der nächste rasselt dann gleich rein. Ja, und ist zubbelt direkt wieder los, ne? Gerne mehr, ey. Gerne mehr, gerne eine größere Frequenz. Bis jetzt sind es drei Brocken. Ich meine, ein großer war schon dabei auf dem Einserhaken. Gar nicht so schlecht. Da kann aber gerne noch mehr gehen. Sind die da so zartfühlend und vorsichtig? Ich meine, wenn man hier mit so einem 25, 27er Vorfach ungefähr rangeht, könnte vielleicht reichen. Ich bin jetzt hier gerade mit 36 unterwegs. Vielleicht besser. Ich meine, so riesig werden die ja nicht. Doch nochmal eine Nummer kleiner, ein bisschen feiner vielleicht rangehen. Ist vielleicht die bessere Art, um die zu überlisten, die ganz großen. Nee, hat noch nicht gebissen. Also, warten wir nochmal ein bisschen ab. Wir können ja mal eben nochmal reingucken. Also, gesamtes Setup, natürlich die Karpfenruten hier. Ich habe hier 70 Gramm Bleie, könnte ich deutlich leichter reingehen. 36er Vorfach, 36, also hier 36er Vorfach, 36er Leadcore. Ja, Schnur übertrieben. Ich war ja zuletzt mit diesem Setup noch auf Silberkarpfen und habe tatsächlich die Silberkarpfen-Trophy gefangen. Ich verlinke das nochmal. Das war nämlich der Spot aus dem letzten Livestream auf YouTube. Wenn du den verpasst hast, schnell den Kanal abonnieren, die Glocke reinballern, damit du den nächsten Livestream auf YouTube nicht verpasst. Der passiert halt immer mal wieder so zwischendurch, unangekündigt. Wenn es halt gerade passt, dann so ein entspanntes Stündchen live auf YouTube. Irgendwo zuppelt aber gerade was. Ich glaube, hier ist er jetzt dran. Ja. Oha, das ist aber was Lüttes. Aber ein Büffel. Immerhin. Wo ist er? Immerhin. Großmäuliger. So, hier nehme ich jetzt aber mal die Futtermische runter. Wir haben ausreichend drin.
zack, auf entspannt hier raus, jawohl. Und dann gucken wir mal, der Spot sollte, wie gesagt, ausreichend angefüttert sein. Und dann gucken wir mal, wenn es jetzt gleich so in die Abenddämmerung geht, was da noch passiert. Der Abend dämmert, die Büffel klingen, die Glocken klingeln, die Büffel läuten. Na, geht da noch was oder nicht? Also ich muss ja sagen, frequenzmäßig, bis jetzt ist es okay. Vielleicht geht auch in den Morgenstunden noch deutlich mehr. Aber größentechnisch war es natürlich schon nicht schlecht, ne? Zack, hier der nächste mit 5, das ist okay. Aber Frequenz kann noch mehr gehen, gerne noch mehr. So. Vielleicht müsste ich doch nochmal eine Nummer kleiner rangehen. Andererseits, ich sag mal, ein Einserhaken sollte doch ausreichend sein für den Büffelfisch. Ja, die Größen, wie gesagt, sind okay. 15 Kilo Trophy wäre natürlich auch richtig nice. Ich weiß gar nicht, wie mein alter Großmäuliger ist. Aber der war doch eigentlich, ja, 15 Komma. Also knapp drüber. Reicht dann also. Damals auch mit Krill, Krabbe-Muschel auch. Krabbe-Muschel soluble, auch eine Idee, ne? Wenn man hier einfach vielleicht mal die Pellets und Boilies verwenden kann oder Krabbe-Muschel soluble dann auch in der Futtermische mit reinschmeißen. Auch das bestimmt nochmal ein guter Bonus, eine gute Bonus-Lockwirkung. Warum auch nicht, ne? Ja. Ja, jetzt wie gesagt in der Nacht. Ich bin gespannt, was da geht und ob da noch was geht. Letzten Endes ist es das aber auch hier schon zum Spot. Und ich glaube, ihr habt sämtliche Infos, die man braucht. Also hier auf 8 oder 9 Meter. PVA, hatte ich schon das PVA gezeigt? Hatte ich doch eigentlich schon, ne? Gucken wir gleich nochmal eben kurz alles an. Da haben wir hier den nächsten. Den nehmen wir noch schnell mit. Guck mal da. Zack, 8 Kilo, schmeckt. Ja, kann gerne weiterlaufen jetzt hier. Also, gucken wir nochmal schnell durch. Beziehungsweise, wo haben wir hier noch PVA drauf? Da haben wir noch drauf, ja. Also, gesamtes Setup ist klar, karpfenmäßig. Tendenziell würde ich sagen, ruhig mal ein bisschen leichter und kleiner probieren. Einserhaken reicht, glaube ich, ganz gut aus. Heilbutt und, ja, Heilbutt Pellets und nochmal Pellets, also Doppel-Pellets rausgesucht. Und das dann eben hier mit beiden fischigen Komponenten. Würziger Heilbutt als Dip geht ganz gut. Vielleicht kann man aber auch einen Krabbe- und Fisch-Dip verwenden. Und dann hier die Futtermische mit Sonnenblumenkernbasis, extra Heilbutt und Krabbe dann hier. Ich würde hier was nehmen, vielleicht in Richtung Soluble, auflösenden Boily. Feed-Pellets-Krabbe, Krabbe-Muschel. Was auch bestimmt funktioniert, gucken wir gerade noch mal eben rein. Hab ich hier Bernie Büffel Krabbe, Krabbe 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 Büffelalden. So, das ist er doch hier im Detail. Genau, hatte ich gerade noch zusammengemischt und zwar auf Sonnenblumenkernbasis mit Heilbutt als Aroma und dann hier Heilbutt, Heilbutt, Krabbe, Krabbe, alles die Feedpellets mit drin, Heilbutt im Großen und Ganzen, damit dann abgerundet, werde ich später nochmal testen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch ganz gut geht, einfach nur nochmal hier Heilbutt in den Fokus genommen. Also die zwei Futtermischen, ich glaube hier vorne geht auch schon wieder ein bisschen was rein. Also weiter testen. Zieht raus die Brocken, gönnt euch die Trophy. Vielleicht ballert bei mir ja auch nochmal eine rein. Bis dahin, Petri, Daumen da lassen fürs Video, Kanal abonnieren für mich. Bis zum nächsten Mal im Livestream oder im nächsten Video auf YouTube. Petri.